Nach dem Patzer von Michael Gregoritsch und dem damit unglücklich verlorenen Pokalspiel gegen Leipzig will der FCA den Österreicher wieder aufrichten. Denn nach wie vor ist er am Boden zerstört. Klar waren wir natürlich alle extrem enttäuscht über das Ergebnis nach dem Pokalspiel gegen Leipzig. Aber auch nur über das Ergebnis. Ich denke, die Leistung war richtig gut, die wir da auf den Platz gebracht haben von allen Spielern, die da dabei waren. Es war ein Traum für uns allen, dass wir da ins Halbfinale einziehen, aber wir haben das jetzt echt abgehakt und wollen halt jetzt schauen, dass wir am Sonntag gegen Hoffenheim Punkte hier behalten, und ich glaube, uns tut auch nach den 120 Minuten gut, dass wir einen Tag länger haben, wie wenn das Spiel jetzt am Samstag wäre. Die Pokalniederlage war hart, aber am nächsten Tag war es wie immer. Wir waren etwas niedergeschlagen, aber wir mussten da auch schon wieder Gas geben, denn das nächste Spiel ist Sonntag und es ist ein sehr wichtiges für uns. Wir wollen gewinnen, jetzt ist Pokal vergessen. Nun heißt es also Pokal abhaken. Die Bundesliga ist wieder angesagt, am Sonntag kommt Hoffenheim. Und da muss der FCA wieder Gutmachung betreiben, Punkte müssen her. Wir brauchen Punkte, wir müssen das Spiel gewinnen. Man hat ja gesehen, was sie für eine Leistung da auf den Platz bringen, die Hoffenheimer. Und unheimlich hohe Qualität, sensationelle Spielidee herausgearbeitet über die letzten Jahre. Mein Trainerkollege. Die Qualität sieht man bei den Toren, die sie noch 1-gegen-1-Situationen schießen, laufen viel, sehr aggressiv mit den besten Zweikampfwerten in der Liga. Das man ja nicht immer von einer spielstarken Mannschaft so denkt. Da ist Hoffenheim ein bisschen anders. Viele Tore, viele Torchancen. Eine harte Aufgabe für uns. Während sich Hoffenheim für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren will, geht es beim FCA immer noch um den Klassenerhalt. Doch Trainer Baum verspricht erneut Kampf und Leidenschaft seiner Mannschaft. Ich kann nur sagen, die Jungs sind da total fokussiert. Man sieht es jetzt auch am Costa. Klar haben wir noch ein paar müde Beine, aber wir haben noch einen Tag, der ganz wichtig ist. Und dann werden wir wieder versuchen, am Wochenende unsere Tugenden auf den Platz zu bringen und, wie ich vorher schon gesagt habe, die Hoffenheimer so zu verteidigen, dass sie ihre Stärken nicht auf den Platz bringen. Der Einsatz von G, Co, Schmidt, Cordova und Khedira am Sonntag ist verletzungsbedingt noch offen. Sicher ist nur eines, für Torhüter Gregor Kobel, eine Hoffenheimer Leihgabe, wird es ein ganz besonderes Spiel.